So, wenn Sie uns erzählen können, was ist hier passiert? Warum ist hier die Straße abgesperrt? Heute Morgen gegen 4.50 Uhr erhielt die Polizei die Mitteilung, dass es zu einem Angriff auf eine Bankfiliale am Johannesplatz gekommen sein soll. Nach bisherigen Erkenntnissen handelten zwei unbekannte Täter in der Bank. Diese sprengten mindestens einen Geldautomaten auf und entwendeten auch eine bislang unbekannte Geldsumme. Trotz schnellen Einschreitens der Polizei und der schnell eingeleiteten Fahndung konnten die flüchtigen Täter jedoch nicht mehr aufgegriffen werden. Wie lange wird denn jetzt noch die Straße gesperrt sein? Kann man davon ausgehen, dass man in den nächsten Tagen wieder hier langfahren kann? Selbstverständlich kann man in den nächsten Tagen wieder hier langfahren. Die Ermittlungen dauern momentan vor Ort noch an. Es sind Spezialkräfte des Landeskriminalamtes soeben eingetroffen, die jetzt ihre Arbeit aufnehmen werden. Im Rahmen der aufgenommenen Ermittlungen sucht die Polizei natürlich Zeugen, die Hinweise zu den flüchtigen Tätern geben können. Die beiden Täter sind vermutlich auch mit einem Kleinwagen in Richtung Burgstraße bzw. dann weiter in Richtung Stadtgraben geflüchtet. Können Sie Hinweise zu den Tätern oder zu einem möglichen Fluchtfahrzeug geben, dann bitten wir Sie, sich mit der Kriminalpolizei Gera in Verbindung zu setzen.